Oberhalb von Bratteln befindet sich das historische Hofgut Schöneberg. Auf der Westseite der Gebäude hat es zwei markante Rosskastanienbäume. Heute Abend treffen wir dort oben den passionierten, langjährigen Brattler-Ornithologen Hans-Uli Dürr mit einem Eulenkasten, den er selber konstruiert hat. Er bleibt nicht lange alleine. Schon bald trifft die Feuerwehrleiterin ein. Der Hans-Uli bringt seinen Kasten zum Feuerwehrmann im Tragkorb. Er selber steigt auch noch ein. Und ab geht's in luftige Höhen. Allerdings, bevor der neue Kasten montiert werden kann, müssen noch zwei alte, verwitterte Kästen, die nicht mehr gebraucht werden können, eingesammelt werden. Bei diesem Kasten fragt man sich schon, wie der mal früher ohne Feuerwehrleiter dazugekommen ist. Jetzt geht es aber ab Montage des neuen Kasten. Der wird auf der wetterabgewendeten Seite vom Stamm befestigt. Für den Hans-Uli Dürr wird es jetzt dann spannend sein, zu beobachten, ob auch die neue Behausung bei den Eulen Anklang findet. Denn Eulen und Hofgut Schöneberg gehören irgendwie zusammen. In meiner Jugendzeit ist vor dem Haus eine alte Platane gestanden. Und in dieser Platane war eine Naturhöhle, die es junge Waldkauzen hatte. Und wo die Platane gefällt worden ist, hat man diesen Eulen, diesen Waldkauzen, einen Ersatz bieten und hat hier einen Kasten aus einem hohlen Baumstamm aufgehängt, auf einem Nachbarbaum. Und dieser Kasten, der war Jahrzehnte ist da oben, bis er verfault war. Und der war jedes Jahr mit einer Brut Waldkauzen besetzt. Wo der verfallen ist, ist als Ersatz der nächste gekommen. Auch dieser Kasten hat Jahrzehnte hat er gehalten, bis der Boden rausgefallen ist. Und jedes Jahr haben wir hier junge Waldkauzen gehabt. Und jetzt hat es die dritte Generation gegeben. Und da ist jetzt heute mit der Feuerwehrleiterin montiert worden.